Jetzt wird ungemein hochgezogen, Sie von der Taz ja auch, nicht? Dann ist das Metropolenhaus, dann ist dieses Fitzhaus. Hier drehen sich ja die Kräne pausenlos. Wir sind dicht an der Mitte. Die Bewohner und Bewohnerinnen, die hier wohnen im Quartier, die sind so ein bisschen an zwei Polen. Wir haben hier einerseits die Menschen, die hier in den 70er Jahren als Erstbezug eingezogen sind, die jetzt natürlich mittlerweile Rentner sind, allein oder nur noch zu zweit, ohne die Kinder, die sind weggezogen. Wir haben auf der anderen Seite ganz viele große Familien zum Teil, auch sehr große Familien, türkischstämmig, arabischstämmig, russisch auch, die ganz andere Haushaltskonstellationen sind, also eben nicht nur zu zweit, sondern mit Kindern, die natürlich ein ganz anderes Verhalten auch an den Tag legen und die aus einer ganz anderen Kultur kommen und da ja auch nochmal grundsätzlich sowieso mit verschiedenen Dingen anders umgehen, als vielleicht deutsche Bewohner damit umgehen. Und dadurch resultieren natürlich im Miteinander auch ganz viel Spannung, ganz viel Herausforderung. Und das merken auch wir, wenn wir hier arbeiten oder tätig sind, dass man ganz behutsam erstmal mit den Menschen arbeiten muss und eine ganz große Hürde auch und eine Schwelle erstmal nehmen muss, um hier so ein Wir-Gefühl, ein Miteinander zu erzeugen. Und das heißt nicht, dass man alle fassen sich an und tanzen jeden Tag gemeinsam, aber es geht einfach darum, so ein Gefühl von, wir sind hier der Mehrenkiez zu erzeugen. Berlin ist immer, also historisch gesehen, immer eine Stadt mit Zuzug gewesen. Sie brauchen nur unten an die Briefkästen zu gucken. Über 70% Bewohner hier in der südlichen Friedrichstadt, die migrantischen Hintergrund haben. Und es sind über 50 Nationalitäten. Wir sind also richtig schön Multikulti hier. Natürlich ist es aber eine Herausforderung, das muss man auch sagen, dass auch die Menschen, die hier wohnen, natürlich ein Stück weit auch Angst davor haben. Was passiert da jetzt? Was entwickelt sich da? Was kommen da für Menschen hin? Gehören die überhaupt zu uns? Das ist jetzt hier mein Kiez, weil diese Bebauung lädt natürlich auch ein, sich so ein bisschen wie so eine kleine Enklave zu fühlen und erstmal in Abwehrhaltung zu gehen. Werft mal einen Blick hier hin. Das ist sozusagen unsere Community, unsere Gemeinschaft. Das sind ungefähr 200 Leute aus der ganzen Welt, die hier in Berlin leben und arbeiten und ganz unterschiedliche Projekte umsetzen. Also es ist ja schon so, dass wir hier irgendwie auch das sind alles eher besser verdienende Leute, die irgendwie meistens auch eine ziemlich gute Ausbildung genossen haben. Also unterscheidet sich schon stark von den Leuten, die hier auch wohnen. Das sind vornehmlich Sozialwohnungen. Und das macht es natürlich nicht einfach. Man ist dann schon immer so in der Diskussion, ist es jetzt Gentrifizierung oder nicht? Oder wo steht man dazu? Wie steht man dazu? Was sagt man dazu? Ist für uns auch immer ein schwieriges Thema. Ich glaube, das, was wir im Endeffekt gerne hätten, ist einfach miteinander zu reden. Also ich glaube, sowohl in die eine Richtung, dass die Leute hier sehen, hey, hier wohnen genauso Leute, die extrem viel Potenzial haben, mit denen man sich auch einfach nett unterhalten kann und mit denen man eine gute Zeit haben kann. Und andersrum, dass die Leute sehen, dass die Leute, die hier wohnen, auch sehen, man muss einfach, wie sagt man das? Also miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, nur wenn man irgendwie sich gegenseitig kennenlernt, auf menschlicher Ebene, kann man irgendwie empathisch sein mit dem anderen, verstehen, was die gegenseitigen Probleme sind. Und das ist irgendwie die Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass man sich irgendwie gegenseitig versteht, auch wenn man vielleicht aus unterschiedlichen Kontexten kommt. Na, ich glaube, zum einen braucht der Kiez schon so ein bisschen Liebe und auch in Form von Geld. Also es ist natürlich schon auch viel einfach kaputt hier. Jede Baustelle, die hier angefangen wird, dauert auf jeden Fall fünfmal so lange wie irgendwo anders. Das ist zumindest immer das Gefühl, weil sich irgendwie keiner drum kümmert. Viele der öffentlich zugänglichen Dinge, sei es der Park,
die Parkbank, alle Orte, die öffentliche Toilette, alles ist komplett im Arsch eigentlich. Und das ist für uns eine Sache, aber für die Leute, die hier wohnen, glaube ich, tatsächlich irgendwie scheiße. Und das liegt auch daran, dass das hier irgendwie so ein vergessenes Eck ist zwischen zwei Bezirken. Und in der rosigen Zukunft wird auch dadurch, dass vielleicht die Taz hierher zieht, wir hierher gezogen sind, es ein bisschen mehr Leute gibt, die hier durchkommen, vielleicht mehr Aufmerksamkeit dafür. Und das könnte sich tatsächlich ändern. Und auf der anderen Seite natürlich hoffe ich schon, dass es dadurch nicht dazu führt, dass die Leute, die die letzten Jahrzehnte hier gewohnt haben, dann wegziehen müssen, weil es zu teuer wird, zu hübsch wird und sie sich nicht mehr leisten können.